Im Dichter wird gedichtet. Er kann sich selbst nichts vornehmen zu dichten, sich nicht einmal den Stoff seiner Dichtung aussuchen, wie man sich die Seide zu seinem Kleide wählt. Niedergeschrieben hat dies 1937 Else Lasker Schüler, von der Gottfried Benn einmal gesagt hat, sie war die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte. Heute vor 155 Jahren wurde sie geboren. Unser Stichtag von Thomas Hartmann. Die Leser und Leserinnen des Berliner Börsenkuriers stoßen im Januar 1923 in ihrem Blatt auf eine nicht gerade gängige Form der Wohnungssuche, auf eine lyrische. Ihr lieben Leute, lasst euch sagen, dass ich seit Jahren keine Wohnung hab. Und die es lesen, will ich fragen, wer lässt mir einige Zimmer ab? Deutschlands größte Expressionistin hat diese Zeilen verfasst. Offenbar ihres Lebens als Dauergast in einem Hotel überdrüssig. Erfolg hat Else Lasker Schülers Wohnungssuche nicht. Dennoch belegt diese Episode, dass die Dichterin ungewöhnliche Wege zu gehen weiß, auch was mögliche Preisverleihungen betrifft. Ich bin Else Lasker Schüler. Wollte Sie nur fragen, ob ich nicht mal einen Preis von irgendwoher bekomme? Zum Beispiel von der Kleist-Stiftung. Kleist hätte ihn mir sicher gegeben. 1894 kommt Else Lasker Schüler nach Berlin, teilt Biograf Jörg Auffenanger mit. An der Seite des Arztes Berthold Lasker. Jedoch die Rolle als Arztfrau befriedigt sie nicht, untergräbt ihre Entfaltungsmöglichkeiten. Und sie findet sich nicht ab damit. 1901 veröffentlicht Else Lasker Schüler ihren ersten Gedichtband Styx, steigt über die Jahre zur ungekrönten Königin der hauptstädtischen Bohème auf. Sie liebt die einschlägigen Cafés und die hiesigen Zusammenkünfte mit denen, die in der Kunst- und Schriftstellerszene Rang und Namen haben oder danach streben. Unsere Stadt Berlin ist stark und furchtbar. Und ihre Flügel wissen, wohin sie wollen. Darum kehrt der Künstler doch immer wieder zurück nach Berlin. Hier ist die Uhr der Kunst, die nicht nach noch vorgeht. Else Lasker Schüler liebt das Spiel. Nicht im kindlichen Sinn, sondern als seriöse Möglichkeit, die Realität auszuhebeln. Denn die Wirklichkeit ist hart. Allenthalben Geldnöte, zwei scheiternde Ehen, Lieben und Verliebtheiten ohne glücklichen Ausgang. Ihr Schaffen wird attackiert. Nicht jeder vermag es, ihre Lyrik zu lesen wie Karl Kraus. Der Schriftsteller und Publizist feiert ihre Gedichte, obwohl er sie für hohe Unverständlichkeiten hält. Nach 1925 kann die Dichterin für 7 Jahre nichts veröffentlichen. Selbst vermeintliche Avantgardisten halten Else Lasker Schüler für überspannt, wenn sie sich Yusuf, Prinz von Theben nennt, mit Turban und Pluderhosen auftritt. Und den Autor Wieland Herzfelde irritiert die Art ihres Vortrags bei Lesungen. Alles, was ich beim Lesen als weich, als rührend, als besonders zart empfunden hatte, las sie eigentlich entgegengesetzt, wenn man so sagen kann, gegen den Strom der Worte. Eine harte, glasklare, manchmal sogar gellende Art zu sprechen. 1933 muss die Schriftstellerin mit jüdischen Wurzeln Berlin verlassen, den Nazis und dem Antisemitismus weichen. Der Überzeugung, bald wieder zurückkehren zu können. Doch Else Lasker Schüler irrt sich. Nie wird sie Deutschland wiedersehen. Und vor 155 Jahren wurde sie geboren. Das war unser Stichtag von Tom Hartmann.